8112:45 gelbe Karte für Glöckenkähn, FC Schalke 04. Der Torschütze geht ausnahmsweise mal unfair zur Sache und sieht direkt mal den gelben Karton. 8012:45 vertane Chance für Dortmund. Die Schalker leisten sich einen ihrer wenigen Fehler im Aufbauspiel, so dass die Borussia schnell umschalten und mit 4:-3 aufs Tor zu laufen kann. Der Pass raus auf Backe missrät jedoch völlig, Ken spritzt dazwischen und bereinigt die Situation. 7912:43 Einwechslung bei Borussia Dortmund, Bindestrich größer als Mert Göcken. 7912:43 Auswechslung bei Borussia Dortmund, Bindestrich größer als Tobias Missner. 7912:43 Pinner wird auf die Reise geschickt, doch der Steilpass ist viel zu schlecht getimt. Viel läuft nicht mehr zusammen bei den Schwarz-Gelben. 7612:40 Der neue Mann fügt sich standesgemäß ein und lässt Ibrahim im Duell Mann gegen Mann über die Klinge springen. Alles halb so wild, das Derby ist bislang äußerst fair. 7512:39 Einwechslung bei FC Schalke 04 Bindestrich größer als Mehmet Aydın. 7512:39 Auswechslung bei FC Schalke 04 Bindestrich größer als Bjarne Setorski. 7312:38 Dortmund ist jetzt ein wenig von der Rolle. Unbehauen übertreibt es mit dem Ballhalten und lässt sich vom attackierenden Jones beinahe das Spielgerät abluchsen. 7212:37 Die Taktik von Norbert Elnert geht komplett auf. Hinten stehen die Gäste aus Gelsenkirchen bombensicher und lassen gar nicht zu, vorne lauern die Knappen auf Fehler des Spitzenreiters. Diesen Gefallen hat ihnen Fajani nun getan. Wie reagiert die Hoffmann-Elf auf den Rückstand? 7112:35 Tor für FC Schalke 04, 0:1 durch Glöckenkähn. Ganz souverän schickt Schalkes Kapitän unbehauen in die falsche Ecke und schiebt unten rechts ein. 7112:35 Strafstoß für Schalke. Jones wird mal wieder in den Strafraum geschickt und von völlig übermotivierten Fajani an der Grundlinie ohne Not abgeräumt. Klare Kiste, 6812:32 ganz starke Aktion von Rall, der auf dem Bierdeckel drei Gegner naht und Setorski obendrein noch den Beinschuss verpasst. Beim vierten Schalker ist dann jedoch Endstation. 6512:28 der BVB bleibt die dominante Elf und hat nach wie vor mehr vom Ballbesitz. Chancen sind hüben wie drüben aber immer noch Mangelware. 6312:27 Yassin Ibrahim greift auf links außen ganz tief in die Trickkiste und zeigt mehrfache Übersteiger und Finden. Smolinski nimmt ihm humorlos das Leder ab. 6112:25 Backe steckt rechts im Strafraum gut durch zu Aydın'ı, der nicht lange fackelt und sofort abzieht ans Außennetz. 5912:23 Der eine wechselte Enrique Pena gewährt eine Kostprobe seiner Fußballkunst und zieht den Ball sehenswert mit der Sohle von zwei Gegenspielern weg. Der entstandene Raumgewinn ist dabei allerdings marginal. 5712:21 Auch Norbert Elgert wechselt zum ersten Mal aus. Es kommt der einzige Schalker Torschütze des 1:4 im Hinspiel. 5712:21 Einwechslung bei FC Schalke 04 Bindestrich größer als Umut Yildiz. 5712:20 Auswechslung bei FC Schalke 04 Bindestrich größer als René Biskup. 5512:19 gelbe Karte für Nico Lippke, Borussia Dortmund. Etwas ungestüm räumt der Defensivspezialist Setorski am rechten Flügel ab und wird dafür verwarnt. 5412:19 Dortmunds vorderster Mann Aydın'ı weicht auf den Flügel auf, um dort mit dem aufgerückten Knopf den Ball laufen zu lassen. Letztgenannter bringt das Leder hoch in die Mitte auf den Kopf von Bakil, doch der Schiedsrichter entscheidet auf Stürmer faul. 5112:16 Das ist bitter, der starke Ferrei, im ersten Abschnitt der auffälligste Borusse, muss das Spielfeld verlassen.
Neu für ihn dabei ist der Nachwuchsmann aus Venezuela. 5112 zu 15 Einwechslung bei Borussia Dortmund Bindestrich größer als Enrique Pena. 5112 zu 14 Auswechslung bei Borussia Dortmund Bindestrich größer als Emmanuel Ferrei. 5012 zu 14 von links dringt Ferrei in den Strafraum rein und wird von Arend Fehr abgerätscht. Dabei verletzt sich der Borusse aber anscheinend so schwer, dass er ausgewechselt werden muss. 4712 zu 11 Jones kommt im Strafraum beim Zweikampf mit Bakir zu Fall und zumindest zaghaft fordern die Schalker einen Strafstoß. Der Unparteiische winkt unbeeindruckt ab. 4612 zu 10 Einwechslung bei Borussia Dortmund Bindestrich größer als Nico Lipke. 4612 zu 10 Auswechslung bei Borussia Dortmund Bindestrich größer als Marius Franciszewski. 4612-09 Referee Dänemerker pfeift die zweite Hälfte zwischen den U19 Mannschaften von Dortmund und Schalke an. 4612-09 Anpfiff 2. Halbzeit 4511 zu 56 Halbzeitfazit. Die Zuschauer in Brackel sehen ein flottes Revierderby, in dem es bislang jedoch noch keine Tore gegeben hat. Der Tabellenführer aus Dortmund spielt dominant und hat zwei Drittel des Ballbesitzes. Die Tormöglichkeiten waren aber recht ausgeglichen. Die Borussia kam vor allem über Schnittstellenpässe um das Trio Patrick Osterhage, Emmanuel Ferrei und Emre Aydınel zu brauchbaren Szenen, während auf Seiten der Schalker Quinn Jones für jede Menge Alarm sorgte. Die beste Möglichkeit aufs 1:0 hatte der BVB praktisch mit dem Pausenpfiff durch den Lattenkracher von Aydınel. Gleich geht's weiter im U19-Derby. 4511 zu 51 Lattenkracher von Emre Aydınel. Dortmunds Top-Torjäger hat 20 Metern vor dem Kasten überhaupt keine Gegenwehr, die Schalker sind mit den Gedanken anscheinend schon in der Kabine. Der Ball springt noch einmal perfekt auf, so dass Aydınel die Kugel ideal treffen und an den Querbalken zimmern kann. Beste Gelegenheit der ersten 45 Minuten. 4311 zu 49, jetzt rettet Ken sein Team in der Rückwärtsbewegung, denn wieder findet ein Schnittstellenpass der Schwarz-Gelben den eingelaufenen Mann. In dem Fall ist es Yasin Ibrahim, der im allerletzten Moment gestoppt wird. 4211 zu 47, Gürkim Ken zieht den Freistoß mit links direkt aufs Tor, wo er Luca unbehauen um ein Haar überrascht hätte. Der BVB-Keeper scheint jedoch ein Frühaufsteher zu sein und fischt den Schuss sehenswert aus dem kurzen Eck. 4111 zu 45 gelbe Karte für Niklas Knop, Borussia Dortmund. Der Abwehrmann wird von Jones rechts am Strafraum vernascht und holt den Schalker von den Beinen. Das gibt Gelb und eine gefährliche Freistoßposition. 3911 zu 45. Kleine Anmerkung für Freunde der Statistik. Das Ballbesitzverhältnis liegt derzeit mit 67% zu 33% bei den Gastgebern. Dafür hat Königsblau mehr Torschüsse abgelassen. 5 zu 3. 3711 zu 43, Osterhage erläuft einen Ball auf Linksaußen und behauptet ihn mit seiner robusten Art gut gegen seinen Gegenspieler, flankt dann aber zu überhastet in die Mitte. Dort stehen nur Blaue und spielen ohne Mühe die Kirsche wieder nach vorne. 3511 zu 40, der Dortmunder bleibt nach dem Zweikampf liegen und muss von den Teambetreuern aufgepäppelt werden. Scheint aber weiterzugehen beim Holländer. 3411 zu 39 Riesentackling von Malik Thiaf. Patrick Osterhage spielt einen traumhaften Schnittstellenpass auf den eingelaufenen Emmanuel Ferrei, dem das Leder einen Tick zu weit wegspringt, so dass Thiaf dazwischen grätschen kann. Andernfalls hätte der Borusse aus 6 Metern ganz locker einschieben können.
3311:38 auf beiden Seiten liegt jetzt das Führungster in der Luft, es geht hin und her, 3211:38 Zyn Jones spielt rechts am Strafraum Tobias Missner schwindelig und gibt den Ball in die Mitte, wo Niklas Knop in letzter Sekunde noch den Fuß dazwischen bringt. 3111:36 auf der Gegenseite zieht Andriko Smolenski von der rechten Außenbahn nach innen und prüft Luca unbehauen mit einem satten Flachschuss aus gut und gerne 25 Metern, gehalten. 2911:35 wieder Ferrei mit dem Abschluss aus zentraler Position, doch erneut lautet der Sieger in diesem Duell Ken Pollard. Vorausgegangen war zum wiederholten Male eine schnelle Ballstaffette des BVB, der jetzt immer gefährlicher wird. 2811:34 Glanztat von Ken Pollard. Über Osterhage, Ibrahim und Ferrei kombinieren sich die Hausherren sehr ansehnlich durchs letzte Drittel, bis der Niederländer aus 20 Metern ein saftiges Pfund abfeuern kann. Schalkes Schlussmann taucht blitzschnell ab und wischt die Kugel aus dem linken Eck. 2611:31 Fajani hat wirklich alle Hände voll zu tun mit Jones, der er einiges an Tempo auf den Rasen bringt. Den Geschwindigkeitsnachteil macht der Borussia mit gutem und vor allem fairem Körpereinsatz wett und schiebt den Angreifer einfach zur Seite, Abstoß BVB. 2311:28 zum wiederholten Male gewinnt Dortmunds Sechser Tobias Reil den Ball und schickt unverzüglich Alaba auf rechts außen. Kurz vor der Eckfahne können die Schalker den quirligen Flügelmann mit vereinten Kräften stoppen, bevor es brenzlig wird. 2111:26 Schalke steht defensiv nicht weniger stabil, mit zwei, drei schnellen Pässen kommen die Hausherren bis an den Strafraum von S04. Doch dort steht der Gast so massiert, dass die Dortmunder abdrehen und komplett nach hinten zurückspielen müssen. 1811:24 Der auffällige Jones versucht sehr viel im Sturmzentrum der Knappen und bewegt sich sehr flexibel zwischen den Räumen. Zumeist hat ihn die BVB-Abwehr aber im Griff und lässt keine weiteren Abschlüsse des Amerikaners zu. 1611:23 In letzter Not kann die Hintermannschaft von Königsblau das 0:1 verhindern, nachdem Backe auf dem rechten Flügel einen entwischt und im Zentrum Kapitän Osterhage bedient. Dessen Versuch vom Elfmeterpunkt wird noch gerade so durch ein Abwehrbein entschärft. 1411:21 Hartes Einsteigen von Jonathan Riemer gegen Alaba auf Höhe der Mittellinie, unmittelbar vor der Haupttribüne. Das ist die Zweikampfhärte, die man für ein Derby braucht. Auch wenn der S04-Verteidiger hier etwas übers Ziel hinausgeschossen ist, 1211:18 Aidende lässt seine ganze Cleverness aufblitzen, indem er seinen Gegenspieler im Luftduell leicht wegdrückt und so auf direktem Weg zum Gästeter ziehen kann. Der Abschluss gerät etwas überhastet, so dass Ken Pollard keine Mühe beim Entschärfen des Torschusses hat. 1011:16 Erste gute Gelegenheit für Schalke. US-Boy Zyn Jones läuft im richtigen Moment in die Gasse und bekommt den Chipball aus dem Mittelfeld genau auf den Schlappen. Noch ein kleiner Wackler und der Mann mit der Nummer 7 hat freie Schussbahn aus 17 Metern zentraler Position, genau auf den Mann. 811:14 BVB-Keeper unbehauen zeigt erneut seine ganze fußballerische Klasse und lässt Jones am Fünfer mit einer Finte ins Leere laufen. Sowas kann auch mal ganz böse ins Auge gehen. 611:12 Dortmunds Yesen Ibrahim startet auf links außen zu einem seiner gefürchteten Sololäufe und holt einen Freistoß heraus. Die Hereingabe von Emanuel Ferrei ist allerdings leichte Beute für die Defensive der Gäste. 511:10 Die Anfangsminuten des Derbys gehören Schwarz-Gelb, die sich mit guter Ballzirkulation die nötige Sicherheit holen und dann mit langen Pässen das Mittelfeld überbrücken.
Doch auch S04 versteckt sich nicht und attackiert früh. 311.09 Emre Aydınel verzeichnet den ersten Abschluss der Partie, doch der Dreifachtorschütze aus dem Hinspiel kann den Kopfballversuch nicht gut genug platzieren. In der Rückrunde ist der Angreifer bislang noch ohne Treffer. 211.07 Dortmunds Keeper Luca Unbehauen schließt im Aufbauspiel direkt mal sehr selbstbewusst bis in die Abwehrkette auf und unterstützt seine Vorderleute beim Passspiel. Das nennt man wohl modernes Torwartspiel. 111.05 Der BVB stößt an und das Derby läuft. 11.04 Bei frühlingshaften Temperaturen führt Schiedsrichter Jan Dennemerker die Teams aufs Feld. Die Tribünen sind pickepacke voll, alles ist angerichtet. Es erfolgt nur noch die Seitenwahl, dann rollt der Ball in Brackel. 10.54 Auch gegenüber Hoffmann hat ein kleines Personalpuzzle zu lösen. Verteidiger Julius Schell flog beim Sieg gegen Münster mit Gelb-Rot vom Platz und ist fürs Topspiel gesperrt. Ebenso fehlen Malte Wengerowski und Robin Kehr, bei denen ein Mitwirken krankheitsbedingt nicht in Frage kommt. Hoffnung hat der Coach der BVB U19 dafür bei Reda Kadra, der seine Magenverstimmung offenbar rechtzeitig auskuriert hat. 10.51 Uhr verzichten muss Elgert dabei jedoch auf die angeschlagenen Jan Bachmann und Brian Wolf sowie Ahmet Kutschudu, der derzeit bei den Profis für Furore sorgt. Dies sei zwar eine Schwächung für sein Team, doch man werde nicht jammern, denn jetzt sind die anderen Jungs gefragt, die in die Bresche springen, Gas geben und über sich hinauswachsen müssen. Welches Spiel wäre dafür besser geeignet als das Revierderby? 10.49 Uhr Die Schalker hingegen wollen diesmal im Spitzenspiel besser abschneiden als vor zwei Wochen gegen den 1. FC Köln, als man mit 2:3 unterlag. Der Übungsleiter der königsblauen Nachwuchses spielt die Bedeutung des Derbys allerdings herunter. Für mich persönlich wird das ein Spiel wie jedes andere sein, für unseren Club eine Partie mit positiv ausgeprägter Rivalität, so Norbert Elgert. Man darf jedoch davon ausgehen, dass zumindest seine Spieler die Schmach der Hinspielniederlage um jeden Preis ausmetzen wollen. 10.46 Uhr Die Stimmung ist gut, der lang ersehnte Sieg in Münster hat der Mannschaft einen Schub verliehen, konstatierte BVB-Coach Benjamin Hoffmann im Vorfeld der Begegnung und erklärte die Ergebniskrise seiner Truppe damit auch für beendet. Für das Derby darf der Trainer auch positiv gestimmt sein. 3 der letzten 4 Spiele unter Hoffmanns Regie gewannen die Dortmunder gegen den Erzrivalen. Darunter auch das deutliche 4:1 im Hinspiel, bei dem Emre Aydınel dreifach traf. 10.42 Uhr Dabei sind die Gastgeber als Tabellenführer in diesen Spieltag gegangen, müssen sich aber durch das gestrige 4:0 des 1. FC Köln gegen Paderborn die Spitzenposition zurückerkämpfen. Dazu benötigt die Borussia mindestens ein Unentschieden gegen den knappen Nachwuchs, welcher nur einen Platz und 4 Zähler hinter Schwarz-Gelb auf seine Chance lauert, die beiden vorderen Plätze zu attackieren. 10.40 Uhr Das U19 Revierderby ist zugleich eine echte Spitzenbegegnung in der A-Junioren-Bundesliga. Die beiden großen Rivalen im Pott dominieren seit Jahren ihre Staffel. Die letzten 7 Jahre wurde die Meisterschaft unter S04 und dem BVB ausgemacht. 5-mal gewann Schalke, 2-mal Dortmund. Jeweils 2-mal wurde dann auch die deutsche Meisterschaft gefeiert. Dieses Derby bietet also mit das Beste, was der deutsche Nachwuchsfußball so zu bieten hat. 10.39 Uhr Schönen guten Morgen aus Brackel. In der A-Junioren-Bundesliga West kommt es am 17. Spieltag zum Schlagerspiel im Pott. Der Nachwuchs von Borussia Dortmund empfängt den Lokalrivalen vom FC Schalke 04. Anstoß ist gleich um 11 Uhr.